Wir sind auf den Bahamas angekommen. Und größer könnte der Kulturschock im Vergleich zu Kuba wohl kaum sein. Noch liegen wir in der Marina Hemingway auf Kuba und warten auf das richtige Wetterfenster, um weiter zu segeln. Ah, ist aufgeräumt. Hm? Was? Nein. Was schreien hast du da? Die Schränke kriegen neue Scharniere. Die waren ja alle kaputt. Ja. Jetzt kriegen wir was Neues. Und ich brauche ein neues Short. Mein Lieblingsshort ist kaputt. Jo. Ich glaube, ich habe auf 99% der Videos immer diesen Short an. Und die funktioniert. Gut gemacht. Ja. Geht, geht. Über ein aufgeräumtes Boot. Wir nutzen die Zeiten der Marina für die letzten Instandsetzungen und Reparaturen. Und auch erkunden wir noch einmal die Umgebung, denn Kuba gefällt uns wirklich gut. Mehr durch Zufall entdecken wir das bunte Stadtviertel Fusterlandia, das der Künstler José Fuster geschaffen hat. Und natürlich verabschieden wir uns von unseren türkischen Freunden. Standesgemäß mit einem gemeinsamen, ausgedehnten Essen. Unser nächster Stopp soll Bimini auf den Bahamas sein. Es liegt in etwa auf der Höhe von Miami, 260 Meilen entfernt. Wir hoffen auf den Golfstrom, der uns mit bis zu 3 Knoten Geschwindigkeit nach Bimini drücken soll. So, und jetzt verlassen wir gleich die Marina Hemingway. Allerdings müssen wir noch auschecken und das kann wohl dauern. Und dann geht es Richtung Bahamas. Das Auschecken gestaltet sich als deutlich einfacher als gedacht. Allerdings hadern wir ein wenig mit dem Wind. Eigentlich wollen wir der dicken schwarzen Linie folgen. Dummerweise können wir nur der blauen Linie folgen. Jetzt sollte man meinen, nach einer Wende könnten wir annähernd unseren Kurs laufen. Aber da haben wir die Rechnung ohne die Strömung gemacht. Denn die drückt uns wieder zurück nach Kuba. Also müssen wir kreuzen. Viel kreuzen. Erst mit Einbruch der Dunkelheit haben wir den Hauptstrom erreicht und düsen Richtung Bahamas. Vorsichtig, Chingene, mit Schräglage ist nicht so einfach. Ups, sag ich doch. Chingene hat mal wieder hervorragend geschlafen und ist voller Energie. Und natürlich hat sie wieder Appetit. Arsum dagegen scheint noch im Halbschlaf.
Raubtierfütterung. Aber schon wenig später hat auch Asum wieder ihren Clown verspeist. So, heute spielt jetzt die Asum. Ich mach jetzt sie. So, ne? Leider schläft der Wind wieder ein. Zeit für mich, ihm es gleich zu tun. Okay, ich schlafe auch ein bisschen besser als er. Oder glücklicher als er. Auf dem Weg nach Bimini. Und nach 2 Tagen und Nächten erreichen wir unser Ziel, die Bahamas. Zunächst ankern wir außerhalb der Insel, um dann mit auflaufendem Wasser durch die seichten Stellen in das Inselparadies hineinzugleiten. Freunde hatten uns vor der starken Strömung und den sich ständig verändernden Sandbänken gewarnt. Ein Franzose, den sie dort kennenlernten, hat es zerlegt. Auf einer Sandbank hat er sein Ruder zerborsten und den Kiel beschädigt. Jetzt wartet er darauf, nach Miami geschleppt zu werden. Wir sind also vorgewarnt, denn auch das Fahrwasser ist extrem schmal und daneben ist es extrem flach. Unser Ziel ist ein kleiner Ankerplatz ganz im Norden von Bimini. Doch leider bietet er nur wenigen Yachten Platz. So, welcome to Bahama. Oder so, noch nicht. Denn man kann sehen, was da drin los ist. Scheiße. Gerade dachten wir, es ist windgeschützt, aber anscheinend doch nicht so. Da rauscht. Ah, ist da gut. Unsere Lieblinge, die Jetski-Fahrer. Separaten Eingang. Ich setz dich mal lieber hin. Wenn ich wieder ganz flach. Pünktlich zum Anlegen kommt jetzt natürlich unser Wind. Anlegewind. Und bei der Anfahrt in die Bucht muss man nicht nur auf das schmale Fahrwasser achten. Den Gegenverkehr, die Strömung und den Wind. Nein, man befindet sich auch mitten auf der Start- und Landebahn der Wasserflugzeuge. Das Dumme ist, die Ankerbucht ist ziemlich voll. Und für die kommenden Tage ist noch einmal stärkerer Wind angesagt. Wir könnten maximal die 3-fache Wassertiefe an Kette lasten. Uns erscheint das zu wenig. Und deshalb gehen wir in eine Marina. Warum die Marina so leer ist, hat einen einfachen Grund. Nein, das liegt nicht an diesen Schildern mit den Warnhinweisen. Es liegt an ganz anderen Haifischen. Nämlich denen vom Marina Office. Der nicht sonderlich geschützte Liegeplatz kostet schlappe 150 Euro die Nacht. Wobei rechnet man die Liegeplatzgebühr in Milcheinheiten um, sprich was ein Liter Milch kostet, nämlich 6 US-Dollar, dann ist es eigentlich wieder günstig. Fairerweise muss man sagen, mittlerweile haben wir Supermärkte gefunden, in denen die Milch zum Schnäppchenpreis von 3,50 Dollar angeboten wird. Geht doch. Nächste SIM-Card. Die günstigste bislang. Damit wir den nächsten Tag dort gucken können. Ja. Das sollte eigentlich schon Tatort gesponsert werden. Auf den Bahamas ist nichts günstig. Und auch die Telefonkarte, die wir kaufen müssen, hat einen happigen Preis. Aber was will man machen? Wir wollen ja erreichbar bleiben. Und Bahamas, geil hier, ne? Boah.
bislang noch nicht wirklich. Ein Arsch voll Geld für die Marina, weil Ankerplätze waren alle voll. Von daher, und soll viel Wind sein, von daher kaum Kette, und nach einem gewissen Erlebnis hatten wir da nicht Bock drauf. Sehr viel Strömung, Wind. Naja, wir gucken mal. Die Marinapreise auf den Bahamas haben es in sich. Zwischen 2 US-Dollar bis zu 5 US-Dollar und mehr pro Fußbootslänge muss man einberechnen. Allerdings geht es manchmal auch günstiger. Und so eine Marina, die Blue Water Marina, finden wir für weitere 2 Tage, nachdem wir einen windstillen Tag vor Anker außerhalb der Insel verbracht haben. Also wollen wir nicht nur die Schattenseiten der Insel sehen, sondern auch die sonnigen. Denn allein die Farbe des Wassers, die ist einfach einzigartig. Ah, da ankert jetzt noch einer auf dem. Oh, ein paar mehrere, ne? Um zumindest ein bisschen Geld zu sparen, beschließen wir, auf dem Rückweg zu trampen. Und sofort das erste Golfkart hält für uns an. Nach dem verarmten und gebeutelten Kuba müssen wir uns erstmal an den American Way of Life auf den Bahamas gewöhnen. Denn da gibt es alles im Überfluss, sofern man eben Geld hat. In der Blue Water Marine finden wir für die nächsten Tage einen Liegeplatz. Für gerade mal die Hälfte des Preises der vorherigen Marina. Und nicht nur Segler liegen hier, sondern auch Ruderer. In diesem seetüchtigen Ruderboot ist eine junge Amerikanerin unterwegs. Sie will über den Pazifik. Das Gute an der Marina ist, sie hat auch eine Tankstelle. Denn nachdem wir auf Kuba schon nicht mehr tanken konnten, weil Diesel einfach Mangelware war, ist unser Tank relativ leer. Doch auch hier heißt es erstmal warten. Die Insel ist ohne Kraftstoff. Doch dann kommt die Rettung mit einem überraschend großen Boot. Es macht an den Dalben neben dem Fahrwasser fest und verlegt eine extrem lange Spritleitung mitten durch das Wasser. Und irgendwie scheint uns der Geist von Ernest Hemingway zu verfolgen. Denn auch vor dieser Marina hat er einmal gelebt. Langweilig wird es auf Bimini jedenfalls nicht. Denn wir verbringen viel Zeit mit unseren Freunden von der Contiki, mit David und Ina, die wir in der Marina Hemingway kennengelernt haben, auf Kuba. Und dann sind da noch die Schweizer Reto und Sue, die gemeinsam am Nachmittag auf Fischfang waren und obendrein Erfolg hatten. Jetzt gibt es ein gemeinsames Abendessen. Da ist der Kapitän und Koch. Oh. Ein Grund, warum wir länger als geplant auf Bimini sind, ist neben dem Wetter auch wieder mal die kleine Chingene. Sie hat aus lauter Gram über die Behörden schon Kopfschmerzen bekommen. Denn obwohl wir alle Papiere und auch eine Import-Permit haben, müssen wir noch dafür bezahlen. Doch niemand scheint wirklich zuständig zu sein, das Geld zu kassieren. Und so verstreichen Tage. Und so haben wir wenigstens Zeit, den Warnhinweisen in den Marinas einmal nachzugehen. Und tatsächlich, vor den Stegen schwimmen Haie. Große Haie. Bullenhaie. Und im nächsten Video segeln wir nach Nassau, mieten eine schnuckelige Wohnung in diesem Apartmenthaus und gründen unser erstes Café. Oh.
oder so ähnlich. Unsere erste Niederlassung nach Cash haben wir jetzt auf Bahamas Nassau, Dilly Dally Café 2.